Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash Modificate hinein, zurück bei Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Bevor wir mit der letzten Welt weitermachen. Runter. Muss ich noch etwas nachholen, muss ich noch etwas machen, was leider Gottes während meines Let's Plays nicht gezeigt wurde wegen eines Renderfehlers. Tiny Tiger. Den Bosskampf habe ich aus Versehen rausgeschnitten bei meinen Videos. Das konnte ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Deswegen, um euch mal den Kampf zu zeigen, werde ich ihn nochmal mit euch machen. So. Ja. Schon damals ist er seinem Titel nicht gerechtfertigt. Wahrscheinlich trägt er den Namen nur, weil es lustig ist. Aber man sieht es. Der ist alles andere als Tiny, der Typ hier. Ne, das war nicht gut, weil ich sollte ihn wirklich zu Plattformen locken. Wow! Wirklich zu Plattformen locken, die was dann bald runterfallen. Und das wäre beinahe schon wieder schief gegangen. Er kann auch seitlich springen, wie man deutlich feststellen darf. Er will mich halt unbedingt erwischen. Ah, ich bin so blöd. Der springt aber auch gleich hinterher. Nice one. So, da muss ich aber auch gut aufpassen beim Springen hier. Zum Glück springt er nicht seitlich. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Ich wollte es wirklich mal ohne Lebensverlust schaffen, aber war mir nicht möglich. Ja, ja, mein Großer. Oh. Na komm her. Verdammt, ey. Diese blöden Plattformen. So kann man es auch machen. Wusste nicht, Herr Betz, ich hätte geglaubt, dass das klappen würde, aber es hat, wie man deutlich feststellen darf. Ah, das war nichts. Oh, oh. Das war knapp, ey. Puh. So. Ja. Und werde von der Plattform einfach nochmal kaltblütig runtergelassen. Ja, das ist das Prinzip vom Boss. Jetzt habt ihr ihn gesehen und dieses Mal habe ich darauf geachtet, dass er nicht weggeschnitten wird. Das war wirklich ein Fehler von mir. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen, weil der Boss hätte eigentlich dabei sein müssen. Aber ich war so darauf erpicht, dass ich euch noch zeigen wollte, wie ich das Juwel bekommen würde. Na gut. Dann, na, aufwärts bitte. Dann fahren wir mal weitermachen mit der letzten Welt. Wir hatten den letzten Part auch wirklich mit Piston It Away sehr, sehr viele Probleme gehabt. Hoffentlich wird das mit den anderen Levels nicht ganz so problematisch hier. Ich sehe aber auch, es sind nur normale Juwelen enthalten, keine... Obwohl, das hier sie hat eine merkwürdige Form. Ich glaube, das ist ein... Das hier müsste ein farbiges Juwel sein, aber ich bin mir nicht sicher. Machen wir mal weiter mit Rocket. Das ist ein ganz normaler Level, wo man sowohl die Kisten, alle Kisten, als auch den Kristall kriegen muss. Muss man nicht extra ohne Lebensverlust schaffen. Wahrscheinlich bei den anderen Doppeljuwel oder das Doppeljuwel ist irgendwo versteckt, das weiß man nicht, wo das, was das andere Juwel dastehen soll. Die Musik erst. Oh je, es ist halt dieses Chatpack? Ja, das ist es. Ah. Vorwärts fliegen. Rückwärts fliegen. Das ist vorwärts fliegen. Mit dem Steuerkreuz steuert man nur die Richtung. Oh Gott. Ich ahne schon, das wird ein Desaster. Boah,
wie ich mich daran gewöhnen muss, ey. Alter Schwede, ich komme ja schon gar nicht zurecht hier. Boah, diese Steuerung. Ich muss mir das merken. Damit gebe ich erst Gas. Wie viele sind es? Nur 39 Kisten? Ah, das ist doch kein Problem für mich. Eieieiei. So, wie mache ich das jetzt? Wow. Okay. Alter! Wir sind zurück. Hol dir alle Kisten. Ich kann noch mit X beschleunigen hier. Aber bloß nicht ins Hindernis reingeraten. Alter, ist das träge hier. Aber da bin ich auch froh, dass ich dementsprechend nicht die Zeitherausforderung machen muss für die 100%, die er in diesem Spiel ihre erste Einführung fand. Oh, geh da weg von der TNT-Kiste, bitte. Gibt's da kein Akku hier? Moment, kann ich so berühren, oder? Vielleicht muss ich ja. Jawohl. Alter Schwede. Ich ahne das Schlimmste hier. Am besten die Mitte, das ist immer das Beste. Uiuiui. Oh Mann. Ich hoffe, ich habe da nicht schon eine Kiste übersehen. Da kommen auch noch diese Wissenschaftsfuzis wieder dran. Den muss ich abwehren. Sonst komme ich sowieso. Den muss ich sowieso besiegen, sonst komme ich hier nicht weiter. So. Stromkabel! Na klasse. Stromkabel, die außer Kontrolle geraten sind. So. Das extra Leben auch noch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von den Nitro-Kisten auch noch erfasst werden könnte, aber. Wow. Okay, das habe ich gekriegt. Ich habe die Kiste gekriegt, aber leider nicht das Leben. Naja, scheiß drum. Ich habe jetzt. Sowieso keinen Nerv dafür. Sehr groß aufpassen, dass er nicht elektrisch geladen ist dabei. So. Jetzt bist du dran, Freundchen. So. So gefällt mir das. Okay. Wenn man sich hier vorsichtig durchbewegt, dann hat man eigentlich keine Probleme. Naja. Ich sollte das nicht sagen, weil dann könnte ich dann sehr schnell auf die Schnauze fallen. Mit meinen Worten. Vor allem muss ich hier wirklich aufpassen. So. Alter Schwede. Lieber unten durch. Da passiert einem nichts. So. Ich
Ich habe auf was abgesehen. Aber ich muss die Stromkabel dabei überwinden. Da kann man eigentlich eh drunter und schon passiert einem nichts. Oh, der Kristall! Haben gesehen! Okay, nein, nicht zurück! Okay, passt. Oh Gott, kommt das auch noch dazu? So, überwunden. So, du blöder Cyborg. Wissenschaftler. Wissenschaftsfuzzi. Geschafft! Rocket! Und alle Kisten! Okay! Nice one! Yes! Alles geschafft! So wie ich es wollte! Oh yeah! So wie es sein sollte! Und so wie es sich gehört! Der Kristall! Und der Gemstone. 100%! Ich frag mich, ob man das mit Coco eigentlich aufmachen kann, aber vermute man nicht. So. Night Fight. Okay, dann mal los. Ich habe gesehen, das sind wieder mehrere Edelsteine. Hoffentlich ist es nicht wieder so ein No-Death-Level. Vor allem Piston it away. Das war schon ein heftiger Level, aber ich glaube nicht, das war der heftigste. Da kommt bestimmt noch was. Night Fright heißt es eigentlich eher. Moment, ist es etwa... Was? Hatten wir das nicht schon? Wieso kommt das nochmal? Ach so, weil wir da den... Da muss ich ein bisschen schnell sein. So. Oh! No-Death-Plattform? So schnell? Okay. Ich wollte gerade sagen. Was? Oh Mann! Eine blöde, bescheuerte. Kleine. Weiße Maus hat mir. Jetzt Akku weggenommen. Oh shit. Ah! Hab's auch hingeschafft. Ich habe das Juwel, das ist gespeichert. Ich habe das spezielle Juwel. Ups! Aber dafür kein Leben mehr. Ich will es jetzt da trotzdem durchschaffen. Ich habe zwar so viel schon, aber... So was lasse ich mir jetzt nicht bieten hier. Diesmal nicht, Freund Mäuschen, Mäuslein. Boah! Konnte ich den noch erwischen? Ey! Wie viel Glück muss ich da eigentlich haben? Oh Mann. So, ja, ich wusste es doch. Ich hätte auf jeden Fall hier hingehen müssen, um... wegen ein paar Kisten. Also hier durch musste ich auf jeden Fall gehen. Oh shit. Checkpoint. Oh, habe ich die Beine auch zerstört. Aber jetzt habe ich meine Zeit vergeudet. Shit. Ja, das habe ich davon. Jetzt kann ich kein Stück sehen. Ich bin mir vorbeigekommen, aber ja. Verschwinde. Okay.
Nein! Oh Gott! Okay, ich soll, das ist auch wieder so ein verflixtes Beispiel von. Du musst erstmals bis zum Ende hin und dann wieder zurück. Oh, hey, es ist schon wieder so wie Piston in the Way. Nein! Okay. Das muss ich irgendwie hinbekommen. Aber es scheint nicht ganz so heftig zu sein. Ich habe das Gefühl, das könnte ich noch hinbekommen. Komm, so fast, dass mich die Echse da öfters nicht erwischt. Das öfter nicht erwischt hat, weil ich nur so blöd herumgedockt bin. Immerhin habe ich das Juwel, aber ich hätte lieber gleich alles gehabt. Nochmal zurück, weil vor allem brauche ich auch den Kristall. Ohne den geht's ja nicht. Aber immerhin, dieses Juwel habe ich auch. Auch wenn es da die einfache Variante ist. Ich muss mir halt merken, bis dass ich, wenn ich kurz vorm Ende stehe, dass ich nochmal umdrehe. Aber Moment, wie soll ich denn da wieder zurückfinden, wenn da die Leuchtkäfer nicht mehr da sind? Wie soll das denn gehen? Oh, weia, ich stehe jetzt echt vor einem Problem. Vor einem gigantischen Problem, ey. Wie soll ich denn das anstellen? Oh nein! Da kann ich es ohnehin vergessen. Ja, das wollte ich nicht, dass das passiert. Selbst wenn ich jetzt in Level nochmal von vorn beginne. Nein! So nicht. Nochmal zurück. Nochmal zurück, bitte. Verdammte Ladezeiten, ey. Ja. Da habe ich mir. Da, aber da, was erwarte ich? Das ist halt die letzte Welt. Und da soll es nun mal hardcore zugehen. Aber hey, wenn ich von der letzten Welt so ziemlich alles habe, dann brauche ich halt praktisch von. Dann brauche ich nun bei den einfacheren Welten mehr, boah, schon wieder hätte ich mich meine verkalkuliert beim Springen. Brauche ich einfach nur mehr von den einfacheren Welten mehr. Den Rest holen. Dann habe ich es umso leichter. Ach du Scheiße. Ja, bei dem verschwende ich jetzt nicht mehr. Obwohl. So. Okay, aber jetzt schnell. Oh shit. Oh, bin ich da durchgekommen? Oh. Shit. Ach nein. Das ist echt heftig. Mann, Ometa, es ist einfach nur zu krass für mich wieder mal. Dass sowas wieder sein muss. Ja, hier, das ist das Problem, wie komme ich dann wieder zurück? Ich muss ja dann wieder zurück. Weil wie sonst soll ich die restlichen Kisten kriegen? Das geht nicht. Oh, da bin ich jetzt von einem gigantischen Problem, wahrscheinlich noch härter als Piston in the Way. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, das irgendwie noch hinzubekommen. Och Mann! Ja, da kann ich gleich Game Over gehen. Und tschüss. So, weil dann starte ich den Level gleich neu. Hoffentlich wird das auch. Hoffentlich heißt das auch, dass die NoDev-Plattform wieder da ist.
Ja, freundliche Glühwürmchen, die aber nur für eine kurze Zeit bei einem bleiben. Night Fight. Ja, das ist auch ein nächtlicher Kampf hier. Wäre schon beinahe wieder zu spät gewesen. Also zu früh. So. Nein, lass die aus. Bam. Und zack. Wow. So. Das passt für mich. Dann schaffe ich das. Ah ja. Da war tatsächlich ein ganz gemeiner Abgrund hier. So, jetzt. Alter Schwede. Die Abgründe sind echt ganz gemein hier. Ist das Bonus? Bonus. So. Okay. Leuchten wir aber nicht besonders helle hier. Hier ist es nicht leicht, hier durchzuorientieren. Oh man. Ach je. Wie schnell muss man denn das sein? Herr Gott. Aber zum Glück zählt das dann nicht als. Als so ein Tod, aber ja, jetzt ist Akku dafür weg. Das finde ich echt beschissen. Zu nahe. Alter Schwede. Na komm her. Ich brauch die doch für die Orientierung. Hey, Jemini. Und noch unten bleiben. Oh je. Ach Mann. Boah. Das ist echt zu viel hier. Es geht auf keine Kuhhaut. Wow. Beinahe drauf hier. Das wäre was geworden. Ich glaube, ich war noch langsamer. Ja. Das ist echt schwer. Das ist ja schon praktisch gezwungener Time-Attack-Modus hier. Weil, wenn man hier versucht, das überlegt zu bekommen, dann ist man ja schon praktisch dazu gezwungen, schnell zu. Ja, da kann man garantiert das Relikt bekommen, ein gutes Relikt, also ein Goldrelikt mindestens, weil dann ist ja schon praktisch dazu gezwungen, schnell zu sein, weil die. Glühwürmchen nur begrenzt bei einem bleibt. So, jetzt aber.
Geschafft. Aber jetzt muss ich irgendwie wieder zurückfinden. Das ist das Problem. Oder geht es auch ohne? Ich glaube fast nicht, ne? Ups. Zu viel Zeit vergeudet, zu viel Zeit vergeudet. Shit. Über da. Oh Mann. Ein Glück. Ach je. Das ist dann die Frage, wie kann ich dann... Och Mann. Wie geht das dann? Kriege ich dann trotzdem noch das Juwel irgendwie? Nein! Um 3 Kisten nicht! Oh shit, wie soll ich das denn anstellen? Ich muss den ganzen Weg wieder zurückrennen! Gottes Willen, verdammte Scheiße, das ist echt heftig! Vielleicht läuft es wirklich darauf hinaus, dass ich den ganzen Weg zurückrennen muss. Ja, das probiere ich ein andern Mal. Pack Attack. Ja, damit geht es in den nächsten Part weiter. Wenn mir das gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt rein. Euer Crash for the Fake Dinner. Bis zum Part von Let's Play. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Auf Wiedersehen und... Tschüss, Leute! Now you know